Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Nicht wundern, ich muss Leo gerade ein bisschen was füttern. Der kleine Mann hat richtig Hunger. Ja, ich wollte euch Tipps geben für Leute, die was nicht so gut vertragen oder eben auch, wenn man Neues probiert. Also, erster Tipp, den ich habe, probiert neue Sachen seltenst oder am besten gar nicht aufs Wochenende hin. Weil, wenn ihr jetzt zum Beispiel was esst, wo ihr euch nicht sicher seid, ob ihr es vertragt oder nicht, und ihr dann ins Krankenhaus müsst, glaubt mir, Wochenende und Krankenhaus ist keine gute Kombination. Ja, dann als zweiten Tipp, wenn ihr was versucht, auch nicht am Abend. Gleiches Problem. Glaubt es mir einfach. Ich hab da so einen Erfahrungsschatz gemacht. Nicht bei mir persönlich, aber Verwandte von mir. Und die sagen alle, das sei katastrophal. Ein weiterer Tipp ist, macht es nicht zu Zeiten, wo ihr zum Beispiel vor Erkältung kaum reden könnt oder wie ich jetzt auch gerade. Also einfach nur dann, wenn ihr schnell und gut sagen könnt, oh, da ist was, mir tut Bauch weh, mir irgendwas funktioniert nicht oder wie auch immer. Und wenn ihr wisst, euer Körper reagiert gerade nicht auf was über. Das ist auch so ein Tipp von mir. Dann esst, wenn möglich, nichts, wo ihr wisst, ihr seid sicher dagegen allergisch, weil das hilft ja nicht. Da hilft dann der beste Tipp nichts, weil das ist dann einfach nicht gesund für euch. Wenn ihr in Restaurants geht, dann fragt am besten einfach zum Beispiel, wenn ihr keine Erdnüsse vertragt oder keinen Knoblauch, kann es sein, dass da Erdnuss drin ist oder Knoblauch oder Schafskäse, damit ihr zum Beispiel einfach dann eine Empfehlung bekommt, was da ist, was das nicht hat. Oder fragt gleich nach einer Empfehlung, was würden Sie mir empfehlen? Ich habe eine Lebensmittelunverträglichkeit. Oder ich sollte zum Beispiel das und das nicht trinken, weil es mir nicht gut tut. Oder auch wenn es um zum Beispiel Leute geht, die Alkohol nicht mehr trinken möchten oder dürfen, dann hilft es auch zu fragen, ist das zum Beispiel mit Weißwein oder irgendwie so. Na ja, gut. Dann was noch? Wenn ihr selbst kocht, dann könnt ihr ja viel mehr beeinflussen, aber zum Beispiel Fertigessen, da steht oft nicht ganz genau, was drin ist. Also da steht, kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten, wo dann aber natürlich nicht aufgezählt ist, was das für Schalenfrüchte sind. Und dann muss man es wirklich aufs Risiko versuchen, weil da kann ich dann nicht sagen, sicher ja, ist drin oder nein, ist nicht drin. Ja, ich esse zum Beispiel selten in Restaurants, eher also vom Bestelllieferdienst, witzigerweise, weil da muss man es mehr angeben als bei den Sachen im Restaurant, glaube ich auch. Gott, jetzt kann es sein, dass ich Unsinn gerade sage, aber ja. Auf jeden Fall weiß ich da eher, wie ich die Sachen dann lesen muss für mich und habe für mich mehr Zeit auszusuchen und auch mehr die Nerven, das zu tun. Ja,
wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr was vertragt oder nicht und ihr einfach für euch so die ersten Zeichen spürt, wie zum Beispiel, dass es euch leicht juckt, dann nehmt lieber zuerst ein Histamin und überlegt dann, weil wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Und sowas kann ganz blöd enden. Also lieber Vorsicht als Nachsicht. Ja, ich glaube, ich beende das Video jetzt an diesem Punkt, weil ich kann euch da gar nicht so viel zu sagen, aber ich wollte halt noch ein Video, damit ich auf jeden Fall genug habe. Und ja, ich habe gerade voll fiese Kopfschmerzen bekommen, also werde ich jetzt voraussichtlich mich erstmal etwas schonen. Gut, schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr noch Tipps für Allergiker habt. Und ja, ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.redmal@outlook.com. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.